Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prison Simulator. Ja, wir sollten jetzt in den Überwachungsraum gehen. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet, warum wir überhaupt da hingehen sollen, das weiß ich gar nicht. Aber das werden wir, glaube ich, gleich rausfinden. Ach, wir sollen jetzt die Überwachung machen, das ist ja cool. Routineüberwachung. Heute bist du an der Reihe, im Überwachungsraum zu arbeiten. Bediene zunächst den Hauptbildschirm E. Du hast hier Zugang zu allen Überwachungskameras im Gefängnis. Drücke die A, D, um die Kameraansicht zu ändern. Wenn du den Raum ändern möchtest, musst du die Karte öffnen, M, und Linksklick und dann die jeweilige Kamera auswählen. Du musst scharfe Augen haben, um alle verdächtigen Machenschaften zu erkennen, um etwas zu melden, was dir suspekt erscheint. Musst du einen Wärter finden, der sich am nächsten befindet. Markiere ihn und markiere dann den verdächtigen Gefangenen und ihn mit dem Radmenü zu melden. Q. Wenn du einen leeren Platz anklickst, dann wird die Markierung des Wärters und des Gefangenen aufgehoben. Okay. Manchmal sieht man, dass eine Kamera rot aufleuchtet. Das heißt, dass sie schlicht und ergreifend kaputt ist. Wenngleich sie trotzdem noch Bilder übertragen kann, überprüfe sie lieber. Vielleicht ist die Person, die sie beschädigt hat, noch irgendwo in der Nähe. Wechsle die Kameras, um auch die anderen Räume zu sehen. Alles klar. So. Ach, das ist einmal von der Seite, einmal von der Seite. Okay. Was macht er da? Was macht er denn da? Kann ich jetzt, wie mache ich denn jetzt? E, Reaktionsreit. Was schleicht der hier rum? Was soll denn das? Ja, eben. Okay. Was macht der da? Korridore, da. Wie kommen wir denn jetzt dorthin? Hoppala. Okay, du kannst diesen Ort nicht während einer laufenden Routine verlassen. Hier, kann ich dich hier hinschicken? Patrouillieren. Ach, man kann hier tatsächlich auch... Okay, reinzoomen. Gefängnishof ist hier. Zellenblock B. Das ist hier, ne? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Heilen. So. Das ist aber schon relativ kompliziert, muss ich ehrlich gestehen. Was macht er da? Das sieht sehr merkwürdig aus. Zellenblock B schon wieder. Hier, zurechtweisen. Angreifen. Na los. Bam. Okay. Na dann. Zellenblock B schon wieder. Ob das was bringt, die einfach nur zurechtzuweisen? Bestimmt nicht. Auseinander! Schon wieder hier? Oh, das ist da vorne. So. Schleichen. Schon sehr merkwürdig, ne? Du wurdest gerade erwischt. Na? Na los. Gleich angreifen, zack. Besser ist das.
So, gibt's hier noch irgendwo anders Verdächtige? Nein, okay. Hier nicht. Hier auch nicht. Ja, was wir damit machen, weiß ich auch noch nicht so ganz. Gefangener zu melden, der gegen das Verhalten im Gefängnis verstößt. Drücke mit der linken Maustaste auf ihn und dann linke Maustaste auf der nächsten stehende Wache. Drücke dann E, damit der Wärter eingreift. Hupala. Du sollst wissen, dass etwas im Gang ist. Ach so, das lese ich immer wieder, ne? Okay. Ach, wir sind mittlerweile schon Beamter, wir sind nicht mehr Grünschnabel. Na, das ist ja auch gut. So. So, durchsuchen wir die Leute alle mal. Vielleicht hat jemand ja einen Keks dabei. Nee, leider nicht. Okay. Leider auch nicht. Leider auch nicht. Okay. Das ist voll viel Müll, ne? Mensch. So. Egal, ich lasse den Müll da mal liegen. Dann können die eigentlich ruhig aufräumen. So. Nee. Die Sache ist... Ah, hier haben wir den Elektroschock. Der Elektroschocker überwältigt einen problematischen Gefangenen schnell und effektiv. Gehe zum Angreifer, lege den Elektroschocker an seinen Körper und halte ihn fest, bis er zusammenbricht. Der Elektroschocker verfügt jedoch über eine begrenzte Batterie. Wenn die Batterie leer ist, dann musst du sie aufladen, was für gewöhnlich einen Tag dauert. Okay. Das heißt, wir müssen nicht mal mit unserem Knüppel rumrennen, sondern wir können jetzt uns vielleicht eher mit dem Elektroschocker verteidigen. Finde ich, glaube ich, auch nicht so gut. Nicht so schlecht. So, lass uns nochmal schießen. Wir haben hier ja auch noch ein Achso, nee, das geht gar nicht. Muss diese Waffe reinigen. Ah. So, 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 zack, zack. Ich habe echt gedacht, das hier ist eine Sniper eigentlich, ne? Aber... Weil die auch das Zielfernrohr hat eigentlich die Waffe, aber naja. Anscheinend brauchen wir das nicht. Kann ich nicht auch so schießen? Ja, könnte ich auch. Okay. So, bringt uns immer ein bisschen Respekt. Das finde ich nämlich richtig gut. So, und dann geh jetzt zum Zellenblock. Okay. Was steht heute an? So, und jetzt prüfe die Anwesenheit der Insassen aus der Liste. Bringe die Gründe der etwaigen Abwesenheit in Erfahrung. Hier, was ist mit dir los? Warum wanderst du herumgehen in deine Zelle? Ich will nicht zurück in diesen Käfig. Ich kann etwas anderes anbieten. Gehst du freiwillig in deine Zelle oder nicht? Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe solche Angst. Ein richtiger Bad Cop. Schluss mit dem Gelaber. Du kannst damit beginnen. Es tut mir leid. Ich gehe nur in meine Zelle. Ich werde jetzt ein guter Junge sein. Und nur unter uns siehst du heute toll aus. Was? Mach ich mal. Und ich gehe jetzt in meine Zelle. Ist das gut genug? Nur wenn du dahin hüpfst. Auf damit. Okay. Was ist mit dir los? Appellzeit. Mir doch egal. Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt. Das ist mir auch egal. Scheiß drauf. Du zwingst mich, Ruhegewalt anzuwenden. Hm.
Nein, es ist immer noch piep, egal. Überhaupt nicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Darum geht es aber nicht. Gut, wandere einfach herum. Vielleicht schläfst du dann auf dem Boden. Das ist mir egal. So. Los. So. So, können wir jetzt weitermachen vielleicht? Du bist schon mal da. Du bist auch da. Du bist auch da. Ich mache hier erstmal die braven Jungs sozusagen. So. Mit dem hatten wir uns ja eben schon angelegt, ne? So. So und so, damit sie sich vielleicht nicht wieder prügeln. So, und du? Deine Freizeit ist vorbei. Geh jetzt in deine Zelle. Schon. Darf ich nicht noch ein bisschen laufen? Ist gut für meine Beine. Das kannst du in der Zelle tun. Das ist nicht dasselbe. Streit nicht mit mir. Ich kenne auch etwas, das gut für die Beine ist. Du kannst ein paar Liegestütze machen und alles wird gut. So. Heute ist nicht mit zu spaßen mit mir. Mist, Mist, Mist. Appell, ist was passiert? Ja, ich glaube, ich habe mein Dings da auf den Boden fallen lassen. Sag mir, was es ist und ich kann dir helfen, es zu finden. Nur schade, du wirst es morgen früh finden. Nein, brauchst du nicht. Ich finde es selbst. Es ist so, wie so schwer zu beschreiben. Oh, warte, es ist immer noch in meiner Tasche oder auf der anderen Seite. Großartig, jetzt kannst du mir zeigen. Also, es ist Appellzeit, keine Zeit zum Plaudern. Lass uns gehen. Ja. Aha. Gut. Und jetzt kannst du in dein Bett. So. Haben wir hier noch jemanden rumlaufen? Nein. Nutze den Hebel, um die Zellen nach der Kontrolle abzuschließen. So. Ja, die Zelle ist ja immer noch leer hier, ne? Was ist denn das da? Müll. Knoblauch. Klar. Warum auch nicht? Knoblauch. Ah, geh in den Besprechungsraum und sprich mit dem Wärter. Aber ich würde vielleicht gerne noch mal ein bisschen aufräumen hier. Weil das bringt nämlich schön Geld. Nicht genügend Ausdauer. Müll. Das ist ein Äpfelchen. Der kann hier rein. Müll, das ist Papier. Papier kommt hier rein. Mann. So. So ein bisschen aufgeräumt haben wir zumindest, ne? Du sollst wissen, dass etwas im Gange. Ach, ich lese das immer wieder, ne? Weil das so auffällig da unten ist. So. Besprechungsraum. Zack. Na und? Bereit für den Tagesbericht? Ja. Sehr schön. Budget des Gefängnisses. $800. Ja, sehr gut. Also noch einmal schlafen sozusagen. Und dann haben wir auf jeden Fall die neue Bettwäsche. Dann sieht das schon mal schöner aus. Oha, was ist hier denn los? Hallo Junge, Wärter, bist du da? Melde mich zum Dienst. Ich muss wohl nicht erklären, was passiert. Wir haben einen Aufstand. Das ganze Gefängnis wird von diesem Piep zerstört. Es gibt überall Kämpfe und Feuer. Ich weiß, dass du unerfahren bist, aber du musst nun um diese Situation kümmern. Was genau muss ich tun? Rufen Sie zuerst um Hilfe. Wir brauchen mehr Menschen. Ohne sie können wir die Kontrolle über den Aufstand nicht übernehmen. Schau dir den Hof als nächstes an und gehe zum Hof. Versuche, diese Idioten zu zwingen, sich zu ergeben, aber ohne zu kämpfen. Was ist mit Waffen? Du erwartest, dass ich mit den bloßen Händen mache? Ich erkläre dir das mal. Die Waffen befinden sich im Schließfach in dem Raum, in dem du dich auch gerade befindest. Es gibt noch ein paar Schließfächer im Wachraum, im Block B, in der Nähe von Verkaufsautomaten und im Park. Paketraum. Okay, was kommt als nächstes? Du wirst erst die Schlüssel finden, die von den Wachen gestohlen worden oder verloren gegangen sind. Dann eroberst du die anderen Räume zurück, die unter der Kontrolle der Gefangenen stehen. Und du erwartest, dass ich das alles alleine mache?
Es tut mir leid, aber wir haben nicht genug Personal. Unsere Jungs werden dir helfen, zumindest die, die noch leben. Was? Denke daran, du bist nicht unbesiegbar. In diesen Korridoren kannst du den Tod finden. Wenn du ein- oder zweimal das Bewusstsein verlierst, wirst du wahrscheinlich nichts Schlimmes passieren. Aber versuche mal, dich nicht umbringen zu lassen. Oh, und vergiss nicht, die Brände zu löschen oder Türen aufzuschließen. Viel Erfolg. Ach, du Schande. Kann ich den irgendwie aufnehmen? Nee, ne? Oh! Wow! Was ist mit dir los? Wenn er mich nicht angreift, greife ich ihn auch nicht an, ne? Also so ist das. Okay, hier ist also schon mal nichts. Eieieiei. Ach so. Wir haben zum Glück eine Spritze dabei. Kann ich mit ihm reden? Ne. Aber er ist harmlos, deswegen wahrscheinlich. Eieieiei. Wo ist denn der Feuerlöscher hingekommen? Da. So, hilf den Wachen duschen. Ich würde vielleicht ungern meinen Rücken irgendwie in die Richtung bringen. Nee, wo ist denn meine Waffe? Da. Huiuiuiuiuiuiui. Okay. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Wo? Da. Huiuiuiuiuiui. Ich versuche so wenig Munition wie möglich zu gebrauchen, weil wir haben nur 56 mal Munition. Kann ich die nicht irgendwie durchsuchen nach Munition? Okay. Super. Ich sag ja, wenn die mich nicht angreifen, greife ich die auch nicht an, ne? Also. Warum hast du eine Waffe? Kann ich hier irgendwie Munition finden? Das wäre echt super. Mist, ich habe vergessen, wo die Muni war. Oh nein. So, einmal hier um die Ecke luschern. Schlösser knacken. Einige der Türen im Gefängnis können beschädigt werden und sich selbst verschließen. Manchmal sind es Gefangene, die Schuld tragen. Um eine solche Tür zu öffnen, reinige zuerst das Schloss, in dem du die linke Maustaste gedrückt hältst. Halte die Taste aber nicht zu lange. Wenn du dann die linke Maustaste drückst, wenn die bewegliche Markierung der Linie erreicht, wiederhole dies und einige Male und die Tür lässt sich wieder öffnen.
Oh, ich bin gerade voll angespannt, ne? Ich weiß nicht, wo... Da. Nein! Ich brauche meine... Wo ist meine Pistole? Da. Huiuiuiui. Sehr schön. Hi. So. Voll der Krieg hier. Wo sind denn die? Ich glaube, in der Werkstatt war noch Munition, ne? Ich glaube, ich brauche tatsächlich langsam Munition. Wo ist die Werkstatt? Nein. War hier nicht Munition? Hieß es nicht so? Och Mist. Das ist nicht gut. Wo war denn hier noch irgendwo ein Feuer? Ein Feuer war hier noch irgendwo, ne? Nicht genügend Ausdauer. Oh nein, warte mal. Wo ist mein Schlagstock? Da. Mit einem alleine kommt man ja ganz gut klar, aber... Egal. Puh. Na dann. So. So. Ich habe keine Munition mehr. Ist das ein Gefangener? Das ist ein Gefangener, oh mein Gott. Den habe ich einfach mal ausgesperrt, ne? Oh, da! Oh ja! Munition! Was für ein Glück! Ich lösche erstmal das Feuer. Übernehme langer Korridor, ja. So. Sehr schön. Kann ich das einsammeln? Nee, leider nicht. Okay, schade. Puh. Suche den Schlüssel. Umkleideraum, Schießstand, Werkstatt. Ich glaube, ich bin ganz gut davor, wa? Umkleideraum, wo ist der denn? Das ist immer noch der Dude, der nichts getan hat, ne? Tut er mir immer noch nichts? Hi, ne? So, Umkleideraum. Das ist doch hier der Umkleideraum, ne? Da. Sehr schön. Wachzimmer, nee, Werkstatt und Schießstand. Büro des Direktors, Krankenstation. Schießstand ist, glaube ich, auch hier, ne? War klar. Uah. Wo kommt der denn her? Mensch! Und gerade hier müsste doch eigentlich Munition liegen, oder? Dann komm her!
Oh nein, die haben die ganze Mund. Ach, deswegen. Ah, eine Schrot. Will ich eine Schrot? Nee, das ist schon in Ordnung so. Das ist schon in Ordnung mit der Pistole. Da komme ich, glaube ich, am besten mit zurecht. Kann ich irgendwie eine Flashlight anmachen? Nein. Okay, schade. Oh, Mist, ey. Schön, dass die Sachen da immer noch so stehen. So, Schlüssel. Hä? Da, nimm mal die doch so lange, ne? So, Werkstatt. Die war hier hinten, ne? Hier ist doch bestimmt noch jemand um eine Ecke oder sowas. Nee. Ich würde mich gerne ein bisschen sicher erstmal fühlen, bevor ich hier in Ruhe die Werkstatt durchsuche. Nee, sieht aber gut aus. Okay. Alles klar. So. Sehr schön. Übernehme die Kantine. Alles klar. Wo war die Kantine? Zack, die Kantine waren wir eigentlich schon drin, oder? Wow. Wie ruhig das auf einmal ist. So, ich gehe dann mal ganz in Ruhe in den Besprechungsraum, ne? Jetzt steht der Typ wieder ganz entspannt da. Gar kein Problem. So, das habt ihr gut. Die Jungs vom Sturmtrupp sind auf dem Weg. Möchtest du einen Transport rufen, um den Tag endgültig abschließen oder das Gefängnis durchsuchen? Ich bin müde, hören wir auf heute auf. Ich möchte noch ein wenig bleiben. Ich bin tatsächlich, gehe in den Besprechungsraum, sprich mit dem Wärter. Ich würde tatsächlich ganz gerne das Gefängnis ein bisschen durchsuchen. Und auch den Gefängnishof, da waren wir nämlich noch gar nicht. Was zur Hölle passiert denn hier? Ja, da passt diese Musik gerade total, ne? Zu dieser Endzeitstimmung hier. So, kann ich das Feuer eventuell löschen? Oh! Hab ich mich erschreckt. Ich glaube, es wird tatsächlich kleiner, oder? Au. Oder kommt es mir nur so vor? Wie viel ist da eigentlich drin in so einem Feuerlöscher? Na, ich glaube, es ist tatsächlich vergebene Lebensmühe sozusagen. Ja. Ich würde mir vielleicht ganz gerne mal eine Spritze geben. Und ich hätte auch noch was zu essen, glaube ich, ne? So, essen. Und essen. So. Ja, die Waffe dort, mit der kam ich ganz gut klar, tatsächlich. Hei. Gehen wir noch einmal hier so ein bisschen durch die Gänge. Ich würde noch ganz gerne in den Zellenblock. Und da auch schauen, was da noch so los ist. Okay. Also ich gebe mir schon Mühe, den Leuten das so gut wie möglich zu machen hier. Ist jemand in Einzelhaft? Nein. Die ist natürlich ganz angetastet gewesen. Ist auch nichts. Okay, hier ist auch tatsächlich gar nichts mehr, ne? Oh, hier ist auch kein einziger Gefangener mehr. Die Sache ist halt, lebt überhaupt noch ein Gefangener? Ich glaube nur noch den einen, den wir,
überleben gelassen haben, ne? Also den wir am Leben gelassen haben, so rum. Huiuiuiuiui. Ich könnte natürlich noch lecker, lecker einen von unseren tollen. So, ich nehme eure Rüste mal gerne wieder die Waffe aus. Irgendwie fühle ich mich damit ein bisschen beruhigter. Na gut. Ich würde dann sagen, dann können wir, glaube ich, auch tatsächlich jetzt in den Besprechungsraum. Vielleicht würde ich ganz gerne noch mal vorhin das Büro des Direktors. Ist das hier? Hier, ne? Büro des Direktors. Ach, okay. Ja, auch hier. Was ist das? Kaffee. Warum auch nicht, ne? So. Okay. So. Gut. Ich glaube, dann können wir jetzt tatsächlich auch. In den Besprechungsraum. So, die Jungs sind auf dem Weg. Alles klar. Möchtest du einen Transport rufen? Ja, ich bin müde. Hören wir für heute auf. Na komm, $30. Da hätte ich ja wohl ein bisschen mehr verdient, oder? Heieieiei. Jetzt lädt das, warum auch immer. 3 Tage später. Gut. Also, wir sollen ins Leichenhaus, wir sollen mit Charles O'Neill sprechen, das ist der Gefängnisleiter, glaube ich. Aber das werden wir alles nächste Folge machen. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann und ich sage Tschüss.